Boa tarde a todos. Hoje nós temos a honra de receber aqui no STJ dois professores da Universidade de Frankfurt. Ao meu lado esquerdo, o professor Thomas Vesting, que é professor titular de Teoria do Estado e Teoria do Direito, num departamento que é provavelmente o mais importante da Alemanha a debater esse tema. Ele lançou no Brasil, em 2015, uma tradução de um trabalho muito importante, Introdução ao Estudo do Direito, que rapidamente se tornou um clássico aqui para todos os estudantes de direito no Brasil. Mais à esquerda, nós temos o professor Ricardo Campos, que é professor assistente da Universidade de Frankfurt e também se ocupa dessas áreas. Also, wir werden dann anfangen mit dem Professor Vesting und ich werde ihn fragen über die Medienrecht, ne? Wie Sie diese Umwandlungen sehen in Kontext von Medienrecht. Für Deutschland muss man zunächst sagen, dass wir nach dem Krieg eine neuartige Medienverfassung bekommen haben, die wir im Wesentlichen den Engländern zu verdanken haben, die darauf beruht, dass man gesagt hat, man hat auf der einen Seite private Zeitungen und öffentlich-rechtliches Fernsehen, also elektronische Medien sind öffentlich-rechtlich verfasst. Dieses System hat 40 Jahre fast gehalten. Ende der 80er Jahre haben wir dann privaten Rundfunk bekommen, neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber auch dieser ist in einem rechtlichen Rahmen eingebettet gewesen, der sehr stark auch vom Verfassungsrecht getragen wurde und bei dessen Ausbildung das Bundesverfassungsgericht sehr einflussreich war, weil es immer wieder zu Konflikten kam im politischen System um die Zulässigkeit von privatem Rundfunk und diese Konflikte vom Bundesverfassungsgericht gelöst wurden. Es gab eine Fülle von Entscheidungen, die dann dazu geführt haben, dass wir ein sogenanntes duales System bekommen haben, das sehr stark wiederum mit öffentlich-rechtlichen Elementen durchsetzt war. Und der Aufstieg des Internets ist jetzt insofern etwas Neues, als sich das weitestgehend außerhalb regulierter Bahnen bewegt. Ja, es werden einfach das Internet emergiert, es schafft neue Faktizitäten, wie etwa das Monopol einer Suchmaschine, wie etwa Google, die ist dann da und dann fängt der Reparaturbetrieb an, aber es gab zum Beispiel keine Debatte darüber, ob man dem hätte vielleicht Alternativen entgegensetzen sollen, wie etwa eine öffentlich-rechtliche Suchmaschine. Also das Neue ist, um das nochmal zusammenzufassen, dass sich das jetzt gewissermaßen naturwüchsig vollzieht und der Einfluss des Rechts in diesem Bereich problematisch geworden ist oder zurückgegangen ist, kann man einfach sagen. Hier in Brasilien gibt es nur ein paar öffentlich-rechtlich Fernseher oder Rundfunk. Man hat versucht in der Vergangenheit etwa neue Mittel von Finanzierung dieser öffentlich-rechtlichen Medien, aber das ist nicht ermöglicht wurde. Und also ich. Ja, ich kann das noch mal kurz darstellen. In Deutschland funktioniert das so, dass jeder, der einen Haushalt hat, also eine Wohnung, der muss das bezahlen. Und das ist nicht so viel, das sind ungefähr 19 Euro im Monat. Dafür bekommt er aber eine Vollversorgung. Das heißt, öffentlich-rechtliches Fernsehen heißt bei uns nicht nur Nachrichtenprogramme, sondern die übertragen auch die Fußball-Weltmeisterschaft oder die Olympiade. Also das Programm ist ganz breit. Es gibt alles. Es gibt Krimis. Die beliebtesten Kriminalserien sind öffentlich-rechtlich. Das ist noch immer relativ stark. Die Einschaltquoten insgesamt decken vielleicht 40% schaffen die noch zusammen. Also das ist nicht nur so ein marginalisiertes öffentlich-rechtliches Fernsehen wie in Amerika, wo es ja auch einige Public PBS gibt, die dann ganz wenige Zuschauer haben. Und das funktioniert noch relativ gut. Allerdings sind im internationalen Vergleich
ist die Gesamtsumme der sogenannten Rundfunkbeiträge, die die Anstalten bekommen, sehr hoch. Sie bekommen insgesamt mehr als 8 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist sehr viel im weltweiten Vergleich. Wir leisten uns sozusagen in Deutschland eines der teuersten öffentlich-rechtlichen Systeme. Ne? Herr Minister, darf ich eine Frage stellen? Vielleicht wäre es schon interessant, wenn Sie diese Entwicklung aber dann zurückgehen auf diesen Idee des Kulturstaates. Weil vielleicht liegt auch daran bei uns, dass wir kein öffentliches Fernsehen haben, dass wir diese Idee von Kulturstaat nicht hinter dieser Entwicklung gehabt. Könnten Sie ein bisschen erläutern, wie ist also diese Entwicklung an diese Idee des Kulturstaats gespeist? Ja, das ist sicherlich etwas Besonderes in Deutschland. Zunächst mal Kultur wurde verstanden als Hochkultur. Und der Staat hat immer in Deutschland schon unter absolutistischen Bedingungen, also etwa Friedrich der Große in Preußen, hat immer sehr viel Geld in königliche Theater, königliche Museen und so weiter gesteckt. Und diese Idee ist erhalten geblieben. Das heißt, in Deutschland hat sich die öffentliche Hand immer verantwortlich dafür gefühlt, dass es so etwas wie Theater gibt, sehr gute Theater, dass es sehr gute Opernhäuser gibt, dass es sehr gute klassische Musik gibt. Das ist alles, bis heute wird das staatlich finanziert. Und daraus ist auch diese Idee wahrscheinlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erwachsen oder daran konnten die anschließen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Chefs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die heißen Intendanten. Und das sind eigentlich auch die Chefs der Theater, die heißen auch Intendanten. Ne? Die sind auch Intendanten. Ne? Daran kann man das sehen. Und auch in unserer Zeit von Post-Truth, das ist ganz wichtig, dass die noch unparteilich Nachrichten gibt. Ne? Und ich habe immer gesehen in Deutschland, wie diese zwei Fernseher, ne, ganz unparteilich sind. Also selbst wenn die einige Neigung zu einer bestimmten Partei haben. Ne? Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil das war tatsächlich bis vor 10 Jahren der Fall. Das heißt, wenn man jetzt mehr auf die politische Berichterstattung guckt, dann war es so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon versucht hat, unparteiisch über bestimmte Streitthemen zu berichten. Also ist jetzt etwa eine Steuererhöhung sinnvoll oder nicht, dann hat man nicht einfach Partei ergriffen für die Seite, die für die Steuererhöhung war oder dagegen. Das ist allerdings in den letzten Jahren schwieriger geworden. Man konnte zum Beispiel jetzt beobachten, dass bei vielen Fragen bei vielen wichtigen Fragen, die wir in den letzten Jahren hatten, die Flüchtlingskrise zum Beispiel oder auch Europa, der Brexit, der öffentlich-rechtliche Rundfunk große Probleme mit seiner Darstellung hat, weil dort in den Anstalten jetzt nicht mehr unterschiedliche Gruppen zu Wort kommen, die gewissermaßen für bestimmte Positionen stehen, also für mehr Staat oder für weniger Staat, für mehr Arbeitnehmerrechte oder für weniger Arbeitnehmerrechte, sondern es gibt sehr oft so eine Art Political Correctness und die heißt zum Beispiel bei Europa, Europa ist gut und mehr Europa ist noch besser. Aber es gibt einen Anteil der Bevölkerung, die wollen nicht mehr Europa, die kommen aber nicht zu Wort im Programm. Oder bei der Flüchtlingskrise war es so, dass alle gesagt haben, wir nehmen diese Flüchtlinge auf, das ist ein Akt der Humanität, das machen wir und das ist gut, weil das sind arme Menschen. Aber was das bedeutet für kleine Kommunen in einer Grenzregion auf einmal 2000 Leute aufnehmen zu müssen, das wurde dann nicht mehr berichtet. Und diejenigen, die dann gesagt haben, naja, das kann doch nicht sein, dass Deutschland jetzt 1 Million Flüchtlinge aufnimmt, die ja bei uns dann sofort in die Sozialsysteme kommen. Das heißt, die kriegen Wohnungsgeld, eine gewisse Grundversorgung und
und so weiter, ne, dass die das bekommen und wir bekommen nichts vom Staat. Und das waren auch viele, die kommen aber nicht mehr zu Wort im Programm, sondern dann gibt es so eine Art Moralisierung und Viktimisierung. Da sagt man, ja, das sind die, die sind dagegen. Und das hat sicherlich auch zum Aufstieg populistischer Parteien in Deutschland beigetragen, wo man dieses, wo sich die Wähler, die den Eindruck haben, oder die Menschen, dass ihre Meinung dort nicht mehr zu Wort kommen, ne, ein Ventil gesucht haben. Das haben wir jetzt bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass wir auf einmal eine rechtspopulistische Partei mit 12% im Bundestag haben. Das erste Mal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. In der Größe. 12%. Das ist sehr viel. Und die haben sie sehr viele Stimmen davon der CDU abgenommen und der CSU. Und das ist für die Konservativen eine schwierige Situation. Eine andere Frage beschäftigt sich mit Datenschutz. Wir haben noch nicht in Brasilien ein Datenschutzgesetz, obwohl etwa einige Normen über Datenschutz im Verbraucherrecht gibt und auch im Internetgesetz gibt, ne? Aber kein richtiges Gesetz über Datenschutz. Und es wird viel debattiert, natürlich, und es gibt schon zwei, es wird auch im Parlament debattiert, aber man hat noch keine bestimmte Datenschutz in Brasilien. Und dann, ich würde gerne hören, was Sie denken über die, wie wichtig Datenschutz für Deutschland gewesen ist, ne? Ja, ich bin nicht sicher, ob meine Meinung zum Datenschutz repräsentativ ist. Ich fange mal damit an, wenn die Amerikaner nach Deutschland kommen, dann lachen die immer, weil die sagen, die Deutschen sind verrückt geworden mit ihrem Datenschutz. Und da ist einiges dran. Also es gibt bei uns diesen Datenschutz seit vielen Jahrzehnten, seit den 70er Jahren. Das ist inzwischen auch eine europäische Regulierung. Das meiste, was im Datenschutz gemacht wird, wird von Europa vorgegeben. Aber der Datenschutz selbst ist durchaus eine zweischneidige Angelegenheit. Und das liegt, glaube ich, an der Komplexität der Materie. In Deutschland, wenn man das ganz einfach sagen will, hat man sich dafür entschieden, dass man sagt, der Einzelne hat das Recht auf seine Daten. Und das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwas runterlade, eine App, ja, dann mache ich eine Genehmigung, dass der Provider mit meinen Daten oder der App-Anbieter mit meinen Daten operieren darf. Und das ist der Datenschutz. Ne? Also ich habe das Recht, aber wenn ich zustimme, ja, dann übertrage ich die Rechte an den Dritten. Und das ist natürlich wenig effektiv und schützt letztendlich die Einzelnen nicht. Und die, ohne dass ich hier so sehr ins Detail gehen will, die Frage, die sich grundsätzlich stellt, ist, kann man den Datenschutz wirklich so organisieren, rechtlich organisieren, wie man das immer gemacht hat, dass man sagt, ja, der Einzelne hat eben Ansprüche oder Rechte, die abgegeben werden können, übertragen werden können. Ist das wirklich der richtige Weg? Denn wenn man nur mal die Beispiele Facebook oder so nimmt, die sind ja nicht an den einzelnen Daten eigentlich interessiert, sondern an der Aggregierung von möglichst vielen Daten von vielen Leuten. Und vielleicht müsste der Datenschutz auch neue Wege suchen und gehen, wie etwa die Ebene der technischen Konfigurationen stärker beobachten und zu fragen, ja, wie werden denn die Angebote konfiguriert, welche Rolle spielt da der Einzelne? Das, glaube ich, ist noch sehr entwicklungsfähig. Und ob der Weg, den Deutschland gegangen ist, das so stark zu versubjektivieren. Bei uns kommt noch hinzu, dass wir inzwischen sogar ein Grundrecht haben auf Datenschutz, ja, informationelle Selbstbestimmung. Das ist ein sehr schwammiges Konzept letztendlich, denn
die Daten sind ja auf Austausch angelegt. Und was bedeutet, dass ich bestimme über meine Daten? Das ist schon vom Ansatz her eine sehr problematische Figur. Und es gibt viele Kollegen, viele Juristen, die sagen, das ist einfach eine Fehlkonstruktion. Aber wir sind jetzt auf diesem Pfad und es ist sehr schwierig, da wieder runterzukommen. Und wenn Länder wie Brasilien noch keinen Pfad eingeschlagen haben, dann würde ich sagen, man sollte sich zunächst kundig machen und überlegen, ob der Weg, den Deutschland zum Beispiel gegangen ist, der Weg ist, den man selbst gehen will. Ich bin sehr skeptisch, ob das der richtige Weg ist, wie wir das gemacht haben. Sehr interessant. Wollen Sie etwa noch über seine Forschungsthemen sagen? Ja, ich kann ein bisschen erzählen, was ich mache. Ich bin eigentlich von meiner Ausbildung her das, was man einen Staatsrechtler nennt, also droit politique. Das bedeutet, ich habe eine Spezialisierung im Verfassungsrecht und im Verwaltungsrecht. Das, denke ich, ist etwas, was es auch so in Brasilien gibt. Ich habe dann noch einen weiteren Schwerpunkt in der Rechtstheorie und habe in den letzten 15 Jahren, kann man eigentlich sagen, ein Projekt verfolgt, das sich mit dem Verhältnis von Medien und Recht beschäftigt. Ich habe als Verfassungsrechtler mich immer schon sehr viel mit Medienregulierung beschäftigt, darüber habe ich ja eben gesprochen auch, und habe dann sozusagen irgendwann das umgedreht und die Frage entwickelt, was bedeutet es eigentlich, wenn ein neues Medium auftaucht für das Recht selbst. Und das habe ich an verschiedenen Medien untersucht, zum Beispiel was bedeutet es, wenn eine Gesellschaft anfängt, Schrift zu verwenden? Was ändert sich dann zum Beispiel an rechtlichen Prozessen? Oder was hat es bedeutet historisch, dass irgendwann der Buchdruck aufkam? Was hatte das für Konsequenzen für die Rechtswissenschaft? Und man kann sagen, die ist eigentlich erst entstanden mit dem Buchdruck und vorher gab es die in der Form, wie wir das heute kennen, nicht. Und das hat mich vor allen Dingen interessiert unter der Fragestellung, was bedeutet es eben heute für die Rechtswissenschaft, wenn die Rechtswissenschaft jetzt mit dem Aufstieg von Computernetzwerken konfrontiert ist, das Recht und die Rechtswissenschaft, beides. Was bedeutet das also für unsere westliche Rechtstradition, wenn der Buchdruck jetzt abgelöst wird durch weltweite Computernetzwerke und das Wissen eher in diesen Netzwerken zirkuliert als in Büchern und in Bibliotheken, wenn Sie so wollen. Na, das war die eigentliche Fragestellung, zu der ich da arbeiten wollte und das ist so das, was mich die letzten Jahre am meisten beschäftigt hat. Gut, vielen Dank. Agora perguntaria então ao professor Ricardo Campos sobre as suas palestras aqui no Brasil, né? Sobretudo, são dois temas, né? O tema do marco civil da internet alemão. Sim. A gente teve agora uma lei que entrou em vigor no dia 1º de outubro na Alemanha, que é de certa forma uma lei muito controversa, mas já sinaliza alguns passos que no mundo todo vai acabar sendo tomado em uma outra direção. E eu vou fazer, no final, vou fazer uma comparação bem breve do Marco Civil brasileiro de 2012 e dessa lei alemã. Mas eu acho que para entender porquê de uma nova lei para regular um novo tipo de sociedade, por que que ela surge? Eu vou explicar rapidamente, relacionando o conceito de representação, como ele surge, como ele transforma, com o conceito de esfera pública. Porque só, eu acho que a gente só consegue entender a necessidade de uma regulamentação da comunicação se você tiver em vista uma esfera pública e a representação, como ela se torna importante. A gente tem, por exemplo, representação dentro do direito civil romano, que é uma representação muito mais ligada à imputação de direitos e deveres. Você não tem ainda no direito civil romano a representação no sentido moderno. Você tem na Idade Média, no direito das corporações,
já um outro tipo de representação que surge, mas a representação que a gente entende hoje, uma representação democrática, ela só surge mesmo com as revoluções constitucionalistas nos Estados Unidos e na França. E aí esse conceito acaba mudando. Você tinha um conceito que era mais ligado a algum procedimento dentro dos direitos das corporações ou no direito civil, e você tem um conceito que se torna o centro dos Estados modernos. E é interessante, se a gente olhar, por exemplo, na teoria do Estado, em Hobbes, por exemplo, a representação é central. Você não consegue sair do Estado de natureza se você não conseguir representar simbolicamente o soberano, né? Então você tem lá, nos últimos capítulos, salvo engano, no capítulo 13, o Instituto do Contrato, uma instituição jurídica, da autorização, e com isso você forma aquele soberano que é, de certa forma, corporizado e simbolizado. E essa dimensão da corporificação é muito interessante na ideia da representação, porque com a Revolução Francesa ela sofre outro abalo, né? Você tem um rei que, de certa forma, na sociedade ele estruturava toda a representação no próprio corpo, né? E de repente esse rei, em praça pública, perde a cabeça. Então, imagina o trauma para uma sociedade que tem toda a sua sociedade centralizada naquela representação corporificada, você vê um rei que perde a cabeça em praça pública. E na França é interessante você ver o desenvolvimento na Revolução Francesa, que essa centralidade ainda continua, o rei perde a cabeça, mas a centralidade ela passa para a nação, né? Você não consegue ter um desenvolvimento, por exemplo, como nos Estados Unidos, que é mais ligado ao surgimento, como na tese do Jelinek, de direitos nas pequenas comunidades religiosas, que ele fala do surgimento dos direitos humanos. Então, essa descorporificação, essa é um desenvolvimento muito importante na Revolução Francesa, o Estado moderno ele tem que lidar com essa, um Estado que ele não consegue ser mais corporificado, ele não pode ser mais corporificado. Né? Então você tem várias teses, um debate francês do Gaucher e Lefort, que eles começam a falar de uma descorporificação, de um lugar vazio, necessário. Então dos sentidos da Constituição moderna é, de certa forma, lidar com essa precariedade da representação. Você não consegue mais representar a sociedade como um todo num corpo. Sociedade se torna complexa, você tem novas organizações, sindicatos, associações classistas, então a sociedade ela se fragmenta e as constituições modernas, por exemplo, o direito eleitoral, surge nesse contexto tentando estruturar essa precariedade. A única certeza que você tem é que vai entrar alguém e ele vai sair. E como você consegue fazer essa representação e lidar com essa precariedade? Porque a gente estuda muito no direito constitucional, o direito sempre focando nessa ideia de divisão dos poderes e direitos individuais contra o Estado, e a gente esquece muito que a Constituição moderna, de certa forma, ela tem que estabilizar e aceitar essa precariedade da representação e a impossibilidade da representação no corpo. E eu acho que esse desenvolvimento da descorporificação dentro do direito estatal e a estabilização através de procedimentos constitucionais, ela ganha mais força ainda, fica mais evidente a instabilidade, numa sociedade em que as organizações passam a tomar o centro do controle da produção da esfera pública, né? Então você tem, de um lado, uma representação precária e uma esfera pública que ela é alimentada por organizações. Então você tem nos últimos 100 anos, 100 e poucos, empresas que surgem e fornecem notícias, né? São os jornais, que são organizações, depois você tem uma nova tecnologia, que é o rádio, depois você tem outra tecnologia, que é a televisão. E eu acho uma das observações que eu tenho feito é que talvez esse tipo de sociedade, que é a sociedade das organizações, ela dura até o surgimento da internet, né? Até antes da popularização, massificação da internet. E eu acho que o nosso marco civil avança muito, mas talvez ele tenha sido pensado mais para uma sociedade de organizações, apesar de falar de internet. Eu vou explicar por quê. Você tem no marco civil uma reserva de jurisdição. Para você ter a exclusão de algum desindexação, né? Você tem que ir para o tribunal.
A não ser em casos de nudez e pornografia. Isso, né? Que são casos extremamente interessantes, que a pornografia, quando você tem a massificação da impressão, da tecnologia da impressão, que é no século XVIII e XIX, é justamente a pornografia que é o medo do pessoal. Que você não tem mais controle, né? O Estado não tem mais controle e todo mundo pode, de repente, ver pornografia. É o mesmo, de certa forma, com outras roupagens. Né? Então, essa reserva de jurisdição é justamente o passo que a lei alemã dá adiante. A gente tem essa centralização. Lá não há isso? Não, não há. Então, eu vou explicar, entrar você agora. Você obriga o provedor a tirar, a desindexar? Sim, e aí é o polêmico da lei, mas eu acho mas que aí... Mas aqui o debate é que se você fizer isso, você está fazendo com que ele exerça um papel de censor. Sim, ou até privatizar a justiça, para falar de forma mais clara, né? Porque ele vai estar próprio decidindo sobre o que está dentro e o que está fora da esfera pública. Né? Não é mais o juiz, que a gente tem a ideia da centralidade do Estado, o Estado decidindo sobre a sociedade, né? Que é a tradição constitucionalista. E o que eu percebo na nova lei, eu acho que a lei dá para se desenvolver muito mais, tem várias precariedades. Um dos pontos centrais dessa lei, apesar dos defeitos, é que ela percebe que a dinâmica das redes é diferente da dinâmica das organizações. Por exemplo, como você tem um direito de resposta dentro de uma sociedade de redes? Você gera aquele conteúdo através de robôs e tal, de repente aquela notícia que é falsa, flagradamente falsa na maioria das vezes, e aí você emite uma nota no seu perfil ou no seu site que ninguém lê. E você tem na sociedade das redes, por exemplo, o caso é muito diferente, o direito de resposta, e tem o caso Brizola, né? Que ele entra dentro do edital da Globo e tem a resposta ali, todo mundo é obrigado a assistir, porque o meio é universal. Ele não, a sociedade das organizações, ela tem alguma forma de contraposição. A sociedade de rede, ela fragmenta mais ainda. Então, a nova lei alemã, ela é baseada em dois pilares. Um pilar é de compliance, né? Em que o provedor ele tem que emitir relatórios a cada 3 meses do que ele está pagando. E aí o pilar mais realmente polêmico é esse, em que eles têm que pagar dentro de 48 horas. Ist das 24 Stunden oder 28 Stunden löschen bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz? É 24 horas. E se ele não apagar em 24 horas, o que é flagradamente fake news, é a multa de 50 milhões de euros. Então, ele que decide, o ônus está com ele. Sim, mas aí, no final, logo no final do debate sobre a lei, várias associações jornalistas falaram, sim, a gente compreende que tem conteúdos que são gerados que dá para você ver de cara que é falso. Né? Mas e os que são intermediários? O que toca, talvez, um jornalismo mal feito, né? Ou algo que está nessa zona cinzenta? Eles pegaram um instituto da Alemanha, que é um instituto de direito administrativo, que é da regulação autorregulada. Você constitui uma comissão com vários representantes da empresa, né? Dos setores públicos, e ali se decide se aquilo é ou não é. Você está de um lado fake ou do outro. Fake news ou notícia. Né? E esse desenvolvimento do fake news e disso tudo é interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente observar as últimas 6 semanas, são 6 semanas que está acontecendo audiência no Senado, né? Naquelas comissões de inteligência, e está em foco justamente Twitter, Google, Facebook. E que tipo de vinculação... Que tipo de distorção eles causaram nas últimas eleições. Então a gente vê que a transformação, essa passagem de uma sociedade centrada em organização, que de certa forma é filtrada por um profissionalismo do jornalismo, né? E na sociedade de redes, que tudo fica muito fragmentado, todo mundo gera conteúdo e compartilha, que nesse contexto você precisa de outra fórmula de ação. Porque senão você tem uma esfera pública que é toda contaminada, né? E as pessoas acabam, por exemplo, indo votar com notícias totalmente falsas. E aí eu acho que a censura, você falar de censura, é você tentar, de certa forma, não observar que a sociedade propriamente se transformou. Se bloquear do discurso, não, isso é censura, isso eu não quero discutir, como se isso fosse pornografia no século XIX. Não é, a gente tem que discutir, na verdade, é que tipo de mecanismo, de acordo com uma nova sociedade que é muito mais ágil, que tipo de mecanismo a gente tem que desenvolver para criar uma esfera pública mais saudável, plural, né? E que, de certa forma,
consiga alimentar o constitucionalismo moderno, que é centrado na precariedade da representação, porque é muito fácil essa precariedade terminar numa outra corporação. Corporificação da soberania. E esse é o grande problema, né? Então, essa relação entre a precariedade da representação através do direito eleitoral, né, estabilizada pelo direito eleitoral e tal, e, por outro lado, uma esfera pública que ela tem que ser plural, mas, por outro lado, ela tem que ser saudável, tem que ser o foco da discussão. E não a censura. A censura é você tentar fugir de uma observação da transformação da sociedade e tematizar, tá, o que que a gente pode fazer diante disso? A gente não pode fazer tudo, mas o que que a gente pode fazer para, de certa forma, estabilizar um sistema democrático de direito na atualidade? Interessante. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Acho que... Então, eu vou agradecer muito a presença dos dois professores, que trouxeram contribuições importantes para vários debates no Brasil. A questão da mídia estatal, por exemplo, é muito interessante contrapor o nosso modelo ao modelo deles, que é financiado pelo Estado através de um imposto específico para televisão e rádio públicas e que tem tido, apesar de todas as mudanças, ainda um percentual muito alto de audiência, né? 40%, 50%. A questão da proteção de dados pessoais foi muito surpreendente ouvir o professor ter uma visão tão crítica vindo de um alemão, né? Eu esperava o oposto. E, ao mesmo tempo, o professor Ricardo Campos deu uma contribuição importante a um debate, porque aqui no STJ, a questão do marco civil da internet, ela já está pacificada e a questão da reserva da jurisdição tem sido sempre interpretada como uma garantia de que o ente privado não vai exercer a censura, que a censura não é admissível nem pelo Estado, nem pelo ente privado, e que a liberdade de expressão é um valor maior e que deveria prevalecer. Então, eu agradeço imensamente a presença dos dois e espero que tenha sido proveitosa essa entrevista.